Ja, relax, alter Schwede. Ach, das Spiel ist geil. Hab ich jetzt schon so viel Spaß. Guck mal, bist du das, der das die Graffiti verteilt? In dem Müllcontainer habe ich mich mal vor einem wütenden Gorilla versteckt. Keine Ahnung, wie der aus dem Büro entkommen ist. Ich war sicher, ich hatte die Tür abgeschlossen. Guck mal, Sam. Noch einer von den Limo-Lausern. Wow, kann das noch Zufall sein? Hey, du Limolusche. Limolusche. Oh, Mann, jetzt hab ich's versaut. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Brilli, höchstpersönlich, wow. Ein echter Promi verschandelt unser Viertel. Tolle Sache. Tolle Sache. Warum macht er diese Graffitis von dem? Und warum hat der Typ so ein übelstes Doppelkinn? Das gesehen? Der Typ auf dem Graffiti? Achtet mal auf den das nächste Mal, wenn das mit so rangezoomt wird. Der hat irgendwie sowas wie zwei Kinnstücke, die zusammenkommen. Junge, du warst ja wirklich irgendwann mal ein Da, berühmter, seht ihr das? seltsam unterentwickelter Seht ihr das? Teenie-Star. Ach, Ich das ist ein bin immer noch Bart! berühmt. Ach ja? Das ist ein Bart. So ungefähr 1 Million und einmal berühmter als Sie? Naja, am bekanntesten sind wir nach wie vor in der Zielgruppe der 18- bis 24-jährigen Wiederholungstäter. Ich habe den Bart nicht gesehen. Ich habe bloß die beiden Kinnstücke gesehen. Dachte, warum sieht der denn so komisch aus? Autogramm, du Limo-Lusche. Hey, kriege ich ein Autogramm für meinen Kumpel? Ja, signier meinen Hintern. Schreib für mein Furzelchen. Ich signiere keine Hintern mehr. Die meisten Leute sind kitzlig und bewegen sich und versauen alles. Das riskiere Und ich. furzen einen dann an, ne? Kann jetzt nicht aufhören. Das muss perfekt werden. Alter, stell dir vor, du signierst einen Hintern und dann furzt er dich an. Warum? Warum? Warum bekomme ich solche Gedanken? Was hast du doch in der Show immer gesagt? Irgend sowas wie, du hast mich versaut, Mann, oder so. Mann, jetzt habe ich's versaut. Ihre Schuld. Vielen Dank auch. Ja, genau. Okay. Mann, jetzt habe ich es versaut. Finde ich das von Urkel viel besser. War ich das etwa? Kennt ihr den noch? Wie hieß die Show? Auf Englisch hieß es, glaube ich, Family Matter oder Family Matters. Und auf Deutsch alle unter einem Dach. Ich glaube, ne? Alle unter einem Dach. Oh, das war noch Fernsehen. Ja, damals habe ich noch Fernsehen geguckt. Mit dem Urkel und mit den, wie hieß es, wie hießen das alles? Cosby Show und sowas, ne? Ja, aber heutzutage, was läuft denn da überhaupt noch außer ACTV, also RTL? Frauentausch mit Leuten, die nicht lesen können. Schlimm. Na, Brilli, und was treibt dich so um dieser Tage? Ja, ein neues Licht ist in mein Leben gekommen. Brady Culture. Er ist das Brady Genie hinter Culture? dem Eyeball-Augenfitness-Training für optimalen Durchblick. Sie sollten sich unbedingt sein Video reinziehen. Aibo? Augenfitness? Hypnotisierte Leute. Ja klar, der hypnotisiert die Leute mit seinen Videos. Und dann gehen die los und machen, was weiß ich für einen Scheiß, ne? Der eine, der ist jetzt hier Graffiti-Artist, der andere wird zur Psychotherapeutin. Und die machen dann automatisch Werbung für ihn. Discord löst jeden Fall. Eyebow klingt irgendwie nach Ei mit Kaffeepulver. Eyebow ist das wahrhaft visionäre Augentraining für optimalen Durchblick. Sehen Sie sich noch heute das Video an. Wo bekommt man denn das Video? Das gibt's drüben in Boscos Laden. Holen Sie sich eins. Und das wird dieser Brady sein, der auf seine Augen zeigt. Jetzt verstehe ich, warum er das da macht. Warum er den dahin graffitisiert. Okay. Klingt faszinierend, aber jetzt genug davon. Man kann nie genug bekommen von Brady Cultures Eyeball. Nie genug! Aber habe ich dich nicht irgendwie im Fernsehen gesehen, du Limo-Lusche? Warst du nicht in der Folge Ich bin ein Star, hau mir aufs Maul dabei? Ich brauchte das Geld. Ich war damals total auf Dreilochringbüchern und ich musste die Sucht irgendwie finanzieren. Die Oma aus Alt und im Weg hat dir das Licht ausgepustet. Die hat mich voll unfair mit dem Gehwagen gerammt. Ich bin ein Star, hau mir aufs Maul? Da will ich mal mitmachen, du.
Aber nicht als der Star, sondern... ich beantrage einen Spielwechsel. Dieses Spiel ist einfach nur zu langweilig. Was? Was? Ist das überhaupt nicht langweilig, ja? Daran langweilig, voll geil. Ah, das ist aber hübsch. Du bist verhaftet. Darf ich vorstellen? Freelance Police. Du bist verhaftet. Nein, ich muss dringend das hier fertig machen. Aber danke für das Angebot. Wie jetzt? Das war kein Angebot. Du bist verhaftet. Im Ernst, du bist verhaftet. Mach keine Schwierigkeiten, dann wird doch niemand verletzt. Ach, mir wär's lieber, du machst Schwierigkeiten. Muss weiter malen. Also, wirklich, wirklich ernst? Im Ernst, du bist verhaftet. Mach keine Schwierigkeiten, dann wird doch niemand verletzt. Ach, mir wär's lieber, du machst Schwierigkeiten. Muss weiter malen. Okay, gut, dann bis später. Entschuldige uns jetzt, wir haben Wichtiges zu erledigen. Haben wir das nicht alle? Ja. Oh, schmeiß den Max nochmal. Schmeiß den Max, schmeiß den Max, schmeiß den Max. Whee! Ja! Erinnerst du dich an unser altes Auto, Max? Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Ach so, da ist das alte Auto also hin, ja? In der Parkuhr geschrottet. Boscos null Service Shop. Oh, das ist ja der Hammer. Absolut kein Service, ja? Da steht, sie haben ein Pferd mit 8 Beinen gezüchtet. Rennt das dann auch doppelt so schnell? Nein, aber es verliert doppelt so viele Hufeisen. Da steht, Klongegner klonen sich selber, um eine größere Lobby zu schaffen. Weil Heuschrecken funktioniert's. Klongegner klonen sich selber, um eine größere Lobby zu schaffen. Die können dann alle gegen das Klonen protestieren. Da steht, die Mode ist dieses Jahr irgendwie anders als letztes. Aber ich habe immer noch das gleiche Hirn wie letztes Jahr. Nein, du nicht. Aber die meisten Leute schon. Ja, du trägst aber auch gar nichts, ne? Also deine Mode hat sich nicht geändert. Neid, Drama, Grausamkeit und Sportergebnisse. Das ist eine meiner Lieblingsbands. Was? Ich glaube nicht, dass ich noch mehr wissen will über das, was in der Welt passiert, als ich schon weiß. No. Kaugummiautomat. Haben wir Geld? Was soll das sein? Sieht irgendwie aus wie Chili con Carne. Wie hält sich das denn frisch da drin? Na, gar nicht. Das ist wahrscheinlich mittlerweile ein großer Kaugummi. So wie das aussieht, sind die so alle so zusammengeschmolzen zu einem gigantischen Kaugummi. Können wir den aufschießen? Koffeinrausch! Ah. Ach du schwappender Schweinetrog voll Rülpswasser, ist der schnell. Wie schafft er das bloß bei den kurzen Beinen? Oh. Mann, jetzt hab ich's versaut. Ach du schwappernder Schweinetrog voll was? Was? Lieferwagen, Feuerhydrant. Erinnert mich an meine Kindheit. Süßes Fleisch, Bier und Waffen. Läuft. So, Bosco. Können wir jetzt endlich mal in den Laden rein? Ja! Im ersten Teil konnten wir nicht in den Laden rein. Die Freelance Police ist hier, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Mit Gewalt, wenn möglich. Du hast uns gerufen. Was? Bloß ihr zwei? Wo bleibt das Sondereinsatzkommando und die Nationalgarde und die NASA? Die NASA? Moment mal, Bosco. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ein Terrorist. Ein Terroristenzwerg. Er wird uns alle umbringen. Okay, habt ihr das Schild im Hintergrund gesehen? Also das sieht man jetzt nicht mehr, aber als man reinkam, hing da, glaube ich, ein Schild. Buy one, kaufe eins und get one, kriege eins. Geiler Deal, kaufe eins, bekomme eins. Terroristen sagen wahrscheinlich noch so eine Limolusche, oder? Wo ist dieser Lilliput-Agitator? Wohl Tomaten auf den Augen, was? Da steht er.
Hey, noch einer von den Limo-Lausern. Ist das nicht der mit dem Inkontinenzproblem? Was? Genau, Strulli. Was? Er ist ein ehemaliger Kinderstar. Mann, sperrt ihn ein und schmeißt die Zelle weg. Der hat Inkontinenzprobleme? Der pisst hier überall hin, oder was? Einer von uns sollte ein Dutzend Beruhigungspillen für Elefanten nehmen und sich lang machen. Und du könntest auch ein paar vertragen. Ich soll mich beruhigen? Mit einem Terroristen-Zwerg in meinem Laden? Warum ist er denn ein Terrorist? Erzähl mal was. Was genau war denn Stullis verbrecherisches Verhalten? Er liefert Videos, die ich gar nicht bestellt habe. Brady Cultures Eyeball-Fitness-Video? Was ist das? Sicher was Schlimmes, das sage ich euch. Videos. Und wie sieht der überhaupt aus? Subversiv, sage ich, und hässlich. Hat schon mal jemand einen Weißen mit so einer Frisur gesehen? Das habe ich gehört, ja? Meine Haare stehen aber auch manchmal so. Also die sind alle unter Hypnose von diesem Aibo-Zeug, ne? Und arbeiten jetzt daran, das noch weiter zu verbreiten. Der eine macht Graffiti von dem Typen, der andere verteilt die Videos. Und einer, der Psychotherapeut, der wird wahrscheinlich dafür sorgen, weiß nicht, der wird wahrscheinlich versuchen, andere Leute zu hypnotisieren und denen einzureden, guckt euch das auch an. Irgendeine Idee, warum ein freakiges Relikt der 70er Jahre Videos in deinem Laden abladen sollte? Denk doch mal nach! Videos ausliefern? Sowas macht kein Einzeltäter aus freiem Willen. Er gibt doch keinen Sinn. Ich rieche... eine Verschwörung! Ach, was du riechst, sind sicher bloß die Würstchen. Aluhut! Nein, das ist definitiv eine Verschwörung. Verschwörung! Eine Videolieferverschwörung. Was für übelwollende Geister würden sich verschwören, dich mit unerwünschten Videokassetten zu belästigen? Ach, die wollen mich doch alle fertig machen. Die Regierung, die Medien, die Mafia, Aliens, Mafia. Künstliche Intelligenzen, meine Mutter, Niels Bohr, die Schweiz, Kopfläuse, Fusseln, Pastrami, Haarspray, das reicht. Haarspray hat damit nichts zu tun. Na klar. Aber die Schweiz. Hättest du's wohl gern. Die Schweiz wird euch alle holen kommen. Ja. Ja, hast du das Video gesehen? Ich würde mir das Video ehrlich gesagt nicht angucken wollen. Wenn alle danach hinterher hypnotisiert sind, sollte man sich das Video wahrscheinlich nicht angucken. Hast du dieses Eyeball-Augentrainer-Video gesehen? Mit eigenen Augen? Nur ein Blödmann sieht sich ein fremdes Video an. Tu du's doch! Ja, ein sehr schlauer Mann. Ein sehr schlauer Mann. Gibt's noch weitere terroristische Schurkereien zu berichten? Allerdings, er geht dauernd auf mein Klo. Was? Wer weiß, was er da drin macht? Ich glaube, ich weiß was. Wir haben es hier also mit einem Lieferanten unerwünschter Videos und Serienpinkler zu tun. Da kann uns nicht mal die Nationalgarde helfen. Ist wahrscheinlich die ganze Zeit einfach nur am Cola saufen, oder? Das jagt doch durch den Körper durch ohne Ende. Das Einzige, was dieser Strulli tut, ist also Videos liefern. Und seine Nasszellenprivilegien überstrapazieren. Das ist alles? Hat er was von deiner überteuerten Ware mitgehen lassen? Hat er wenigstens versucht, dich mit einem grob gezinkten Göffel aufzuschlitzen? Göffel. Natürlich nicht. Ich habe Betas, das technisch fortschrittlichste Sicherheitssystem, das je erfunden wurde. Betas? Was ist denn Betas? Betas? Ist das eins von diesen Akronymen, über die ich so viel gehört habe? Yep. Bosco-Tex automatisiertes Abwehrsystem. Habe ich selbst gebaut. Wow, meine Abwehr wollte ich schon immer mal automatisieren. Wie funktioniert das? Zieh doch mal eine Waffe. Wirst schon sehen. Meine Abwehr wollte ich schon immer mal automatisieren, was? Probier's aus. Machen wir vielleicht. Also, wir haben ja eine Waffe. Wir müssten einfach mal die Waffe ziehen und mal gucken, was passiert. Halt mich jetzt nicht für gefühllos. Aber wieso kann dein großartiges Sicherheitssystem nicht mal das reizblasige Blag da stoppen? Es soll Leute daran hindern, etwas aus dem Laden rauszubringen. Nicht in den Laden rein. Ah, verstehe. Ein seltener Fall von umgekehrtem Ladendiebstahl. Ladenvermüllung? Tja, ich denke schon. Das
Also ich würde die Videos einfach verkaufen und glücklich sein, dass er mir kostenlose Sachen reinbringt, aber ich verstehe es schon, ne? Wenn ich es nicht bestellt habe und dem Zeug nicht vertraue. Also jetzt will ich wissen, was Betas ist. Okay. Achtung. Sonst noch was? Ach so. Wir hätten gern, dass Sie uns etwas aus Ihrem Kaufen verladen, guter Mann. Ich glaube, er meint aus Ihrem Laden verkaufen? Nicht. Nein. Obwohl würde ich wahrscheinlich verladen werden, aber das war nicht, was er gemeint hat. Ich weiß, was er gemeint hat. Verladen kann ich mich selbst. Also, was wollt ihr denn kaufen? Was gibt's denn? Was hättest du denn? Naja, Käse wäre immer noch im Angebot. Oh, fein, Käse. Gekauft. Und vielleicht hätte ich da noch was von Interesse unter dem Ladentisch. Wir haben doch einen ganzen Schrank voll Käse. Wozu brauchen wir noch mehr davon? Ich nehme deine ziemlich durchsichtige Einladung zur Nachfrage, was du unterm Ladentisch hast, an. Ach, nur ein kleines Etwas, das ich zärtlich Tränengasgranatwerfer nenne. Tränengasgranatwerfer? Oh, nice. Ja, haben will. Die neueste Innovation von Boscotec fegt eine ganze Aula voller militanter College-Studenten leer. In 0, ja, militante College-Studenten. Ich fühle mich dir gerade sehr nah. Tränengas. Wir hätten gern den Tränengasgranatwerfer. Das macht dann $10,000. 10.000 Mücken? Da müssen wir ja ungefähr 1 Million Knöllchen verteilen. Oder einen richtig fetten. Du meinst... Wirtschaftsverbrecher Boulevard. Wo Wirtschaftskriminelle ihr ergaunertes Geld verprassen? Oh ja, wir ersatteln die Hühner, jagen einen von diesen geschniegelten und gebügelten Schleimbolzen und treffen ihn da, wo es ihm am wehesten tut. Mitten in die Brieftasche. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt was anderes, aber das ist auch... Ja, den Käse? Wir nehmen diesen Käse, der hier seit Ewigkeiten offen rumliegt und von jedem angetatscht wird. Den musst du mir schon herbringen. Von hier hinten aus kann ich ihn nicht einscannen. Muss man denn hier alles selber machen? Echt, ey. Ernsthaft, was soll denn das? Hast du vielleicht Wiesel am Stiel? Nein! Wiesel am Stiel? Hast du vielleicht Zweihänder Breitschwerter? Nein! Hast du Wurzelgemüse in Form berühmter Vertreter der Nudistenbewegung? Nein! Hast du vielleicht... Du hast nicht zufällig Bonbon rosa Sitzsäcke? Nein! Hast du vielleicht... Du führst nicht zufällig politische Dissidenten im Exil? Nein! Hast du vielleicht... Du führst nicht zufällig Massenvernichtungswaffen? Wer will das wissen? Max? Hast du vielleicht... mir fällt nichts mehr ein. Du könntest ja nochmal von vorn anfangen. Gute Idee. Nein, machst du nicht. Danke, im Augenblick nichts. Okay. Wir reden später weiter, Bosco. Aber jetzt müssen wir uns wirklich um diesen kleinen Missetäter kümmern. Haltet diesen Wahnsinnigen auf, bevor er uns alle tötet. Aber das Schild ist ja auch super. Oh, hast du gesehen, wie er gerade durchgezogen. Oh, das Schild ist toll. Kaufe eins, bekomme eins. Sonderangebot. Kaufen Sie eins, dann haben Sie eins. Super Angebot. Cold Tar. Nein, danke. Ich habe heute was zu essen dabei. Hast du denn dabei? Weißt du, immerhin ist er im Angebot. Und wir haben gefährlich wenig zu Hause. Ihr habt einen ganzen Schrank voll Käse. Nein, danke. Ich habe heute was zu essen dabei. Heiße Würstchen. Schau mal, Sam. Das Würstchen ist ein Würstchen. Von diesem galoppierenden Würstchen-Kannibalismus wird mir ja übel. Okay. Aibo Videos. Kostenlose Videos? Nichts dagegen. Brady Cultures Aibo für optimalen Durchblick. Die revolutionäre visiometrische Workout-Technik. Was ist denn so revolutionär daran? Sehen Sie durch Wände und Kleidung, rollen Sie Ihre Augen. Oh, was war? Tempo verlieren Sie 5 Pfund Augenfett. Was war das denn? Oh, toll! Die letzten 5 Pfund habe ich bisher einfach nicht runtergekriegt. Wollen wir heute ein bisschen früher mit dem Bürokinoabend anfangen? Ich bringe die kandierten Käse-Crispies. Nice, nice, nice.
Können wir so ein Video mitnehmen? Wir haben doch im Büro. Ach, hat er mitgenommen. Gut, wir haben doch im Büro einen Fernseher stehen. Und ich glaube, das ist so ein alter Fernseher. Also so ein Röhrending mit einem Direkt-VHS-Slot drunter. Für die Videokassetten. Habt ihr bestimmt schon mal so einen gesehen, ne? Früher bei Mami oder Papi. Wir hatten eigentlich nie so ein Ding. Aber ich habe noch einen VHS-Rekorder rumstehen. Ne? Sogar ein Kombigerät. DVD mit VHS. Auch schon so lange keine Kassetten mehr geguckt. Ketchup, Senf und so lila Zeugs. So ähnlich wie im Fernsehen. Lila Zeugs? Was ist denn das lila? Kauft Nachos. Bei jedem Kauf eine Klobürste gratis. Klobürste gratis. Kauf. Benutzte Klobürste. Nein, danke. Benutzte Klobürste. Nein, das muss echt nicht sein. Nacho. Es sind keine Nachos. Es sind Nachos. Nachos. Für mich bitte mucho Nacho. Für mich bitte viel nichts davon. Geil. Max, mir fällt da etwas Tolles ein. Es geht dabei um dich, eine Mikrowelle und 2 Meter Alufolie. Nein, das machst du nicht mit Max. Sludgy-Maschine, Sludgies. Mit 100% natürlichem Schleim. Geschmäcker der Woche, Weizengras und Hackbraten. Weizengras und Hackbraten. Ich denke, es ist der leichte Grünstich, der diesen Kaffee besonders appetitlich macht. Ich mag meinen Kaffee grün, wie meine Männer. Was? Terrorschild. Ah, da gibt's ein Terrorlevel. Toiletten-Terror-Niveau. Rot, Extremterror. Gelb, heftiger Terror. Grün, möglicher Terror. Okay. Vielleicht müssen wir den Kleinen so richtig durchdrehen lassen, damit der Terrormeter nach oben geht. Öffentliche Toiletten, unheilige Tempel alles Unhygienischen. Ich würde da nicht mal sämtlichen Tee Indiens ins Eck stellen. Ich schon. Oh. Ah, er muss dann auch, ha? Auszeit für Nummer 1. Ich fürchte, du hast seine Schleusen geöffnet. Ich hoffe, er genießt es genauso wie ich. Können wir jetzt irgendwas hier machen? Wullis Kiste? Die Kiste, in der Boscos Albträume geliefert wurden. Wollen die mitnehmen? Die Kiste, in der Boscos Albträume geliefert wurden. Kaffee? Mist. Okay. Landminen? Nein, nicht schon wieder. Ich habe den Gestank wochenlang nicht aus dem Fell bekommen. Zungenplakat. Warnung. Zungen, die auf der Tiefkühltruhe platziert werden, werden zu Eigentum von Bosco. Leben gebliebene Zungen werden von Bosco beschlagnahmt. Ich habe schon einige Zungen beisammen. Der Mann hat eine Kiste voller Zungen. Oh oh. Gekühlte und konservierte Flüssigkeiten. Ob Bosco die Flüssigkeitsprobe wohl verwendet hat, die ich abgegeben habe? Ich hoffe nicht. Alter, hier die Kamera. Wenn so ein ganzes Rudel Überwachungskameras einen anstarrt, fühlt man sich doch gleich wie zu Hause. Ich hab's gern. Schließlich bin ich ungewöhnlich fotogen. Ach man, ey, irgendwie. Prune Nuts? Was? Prunes sind Pflaumen. Getrocknete Pflaumen. Das ist wie bei Rosinen, ne? Und du sagst ja auch nicht getrocknete Weintrauben, du sagst Rosinen, ne? Und Prunes sind halt getrocknete. Sag schon, ich hab's gerade noch gesagt. Pflaumen. Prune Nuts? Was sind denn das dann? Getrocknete Pflaumen mit Nüssen? Coal Tar. Coal ist Kohle, Tar ist Teer. Kohle Teer? Sehr merkwürdig.
Sonderangebot. Zeitschriften. Was haben wir hier? Organhandelsmagazin, Selbsthasser. Hot Bunny. Lass mal sehen. Hot Bunny. Was haben wir hier? Organhandelsmagazin, Selbsthasser Journal. Oh, lass mal sehen. Okay. Dann quatschen wir mal den Strulli an. Hallöchen, Mr. Strulli. Sie brauchen nicht so förmlich zu sein. Meine Freunde nennen mich einfach Strulli. Meine Feinde auch. Und eine Menge Leute wie Sie, die ich nie getroffen habe. Alle nennen mich Strulli. Du weißt also, dass du Strulli bist? Du bist nicht hypnotisiert? Was genau tust du eigentlich hier? Ich liefere Videos aus. Nehmen Sie eins, sind kostenlos. Ja, diese Videos sind merkwürdig, weißt du das? Worum geht's eigentlich bei diesen Aibo. Videos? Brady Cultures Aibo ist das durchblickfördernde Augenfitness-Training für aktive Leute. Okay. Warum? Wer genau ist eigentlich dieser Bursche da, Brady Culture? Und was für Steroide benutzt er für seine Frisur? Brady Culture ist ein Genie. Und sein Aibo-Programm ist ein Segen für die Menschheit. Oh, ein Segen. Warum hört man dieses schöne Wort so selten heutzutage? Und wussten Sie, dass er 1970 der Star von Culture's Clubhouse war? Faszinierend. Die reinste Kindersternchenschwemme. Ja, worum geht's da? Das kennen wir, wissen wir ja schon. Augentraining. Hat Bosco wirklich diesen Haufen Videos bestellt? Woher soll ich das wissen? Sagte ich nicht, dass sie kostenlos sind? Was, ihr liefert das Zeug einfach, egal ob bestellt oder nicht? Das Wort muss verbreitet werden. Aibo ist der Weg zur Erleuchtung und zu optimalem Durchblick. Was kannst du mir über Aibo erzählen? Aibo ist die revolutionäre visiometrische Fitnesstechnik für optimalen Durchblick. Sie lernen, Objekte mit den Augen zu bewegen, sogar durch Wände und Kleider zu sehen. Was, wenn ich gar keine Kleider anhabe? Das Video müssen Sie unbedingt sehen. Es hat mein Leben verändert. Man lernt durch Wände und Kleider zu gucken? Wird sowas normalerweise nicht von Promis unterstützt? Hallo? Was bin ich denn? Eine Zahnarztgattin? Ach so, klar. Sorry. Ach so, ja, die Limoluschen sind die Promis, okay. Ah, das ist aber hübsch. Was denn? Bist du dir darüber im Klaren, dass du das Gesetz brichst? Ach, kommen Sie schon. Gegen Geschenke gibt's doch kein Gesetz. Ungesetzliche Lieferungen sind strafbar, und zwar laut § 9 Absatz 7 Punkt 11 des privaten öffentlich-rechtlichen Strafgesetzbuchs für standesgemäßes Benehmen. Das hast du erfunden. Stimmt. Aber wir könnten ihn dann kriegen wegen Vermüllung, Hausfriedensbruchs und Ruhestörung. Ich muss diese Videos ausliefern. Der Typ ist die reinste Gebetsmühle. Können wir ihn jetzt festnehmen? Gleich, Kleiner. Aber die sind zu schnell, wir können sie nicht festnehmen. Die Frau von meinem Cousin, deren Zahnarzt, der mochte eure Show. Oh ja, bei Zahnärzten sind wir immer schon gut angekommen. Hey, warum wohl? Kinder, sauft so viel Limo wie die Limo-Lauser, dann braucht ihr so viele teure Zahnbehandlungen, dass kein Geld mehr fürs College da ist. Max, dein ungezügelter Zynismus ist wie ein frischer Lufthauch in einer überfüllten U-Bahn. Sing den Song, los, sing den Song. Sag, könntest du nicht mal das Lied aus deiner alten Show singen? Genau, den Titelsong. Wie hieß der doch gleich? Er hieß, die Limo-Lauser packen's an. Aber den kann ich nicht singen. Ist mir zu peinlich. Schade. Kriege ich ein Autogramm für meinen Kumpel Max? Du könntest schreiben, für Max. Danke, dass du mir damals in Sanremo das Leben gerettet hast. Weia, ich hab echt keine Zeit. Muss noch einen Haufen Videos ausliefern. Was? Hast du denn keine vertraglich garantierten Pinkelpausen? Schon, aber da drin gebe ich keine Autogramme mehr. Es gab da einen Zwischenfall. Autogramm beim Pinkeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist aber hübsch. Was denn? Du hast die Toten vergessen bei deiner Base. Ups. Dann kannst du wohl nicht züchten, ne? Wenn es dir nichts ausmacht, wir haben noch Einkäufe zu erledigen. Dann nehmen Sie gleich ein Aibo-Fitness-Video mit. Wird Ihr Leben verändern. Haben wir schon, danke.
Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber in ins Büro und gucken uns das Video mal an. Aber vorher muss ich noch eine ganz kleine Pause machen. Ich bringe mal hier das Brett weg und hole mir ein bisschen Wasser zu trinken. 5 Minuten, bin gleich wieder da. Bis gleich.